Nimm den Max nicht. Nimm den Moritz. Ah, hier ist die Waterpomp. Halt. Ich hab sie gefunden. Hier. Du läufst die falsche Richtung. Du bist also hier. Ja, wo dieser Containerstapel mit den roten und gelben Containern ist. Ja, okay. Dahinter. Dahinter? Ja, da sind wir schon dreimal jetzt dran vorbeigelaufen. Das ist ganz doof. Das ist direkt hier. Aua! Ah, super. Dankeschön. Aua! So, sollen wir looten gehen wieder? Nicht hin! Soll den Max bandagen? Nee, das tut's nicht. Du kannst tatsächlich nur die alle bandagen. Gib mal her, ich will auch mal versuchen. Ja. Da liegt das Seil. Hast du? Wie macht man das denn jetzt? Ja, das ist jetzt im Bandage. In 6. In Bandage-Modus. Nee, das ist 6. So, ich hab Öl gefunden. Ob du jetzt zugreifen kannst auf den Haar. Ich habe schon getrunken, also von daher. Na, ob du zugreifen kannst, nur mehr. Dann muss da Bandage stehen. Aua, spinnst du hier auf, bitte, Ali, ich bin doch eh so kaputt. Nein, da muss da Bandage stehen. Wenn das nicht Bandage steht, funktioniert das nicht. Warum funktioniert das so bei mir? Weil es nur bei dir funktioniert. Ich finde das lustig. Wahrscheinlich, weil die Programmierer sich gedacht haben, das macht man nur mit einer Frau. Ja, du kannst aber auch. Warum auch immer die das gedacht haben. Da ist nichts mehr drinnen. Hat er schon die ganze. Das tut's nicht. Ich habe einen Apfel gefunden. Ein Apfelbaum. Man glaubt Apfelbaum. Es kaum. Da hängt eine Pflaume. Du musst. Nee, das. Hörst du auf? Das tut's nicht. Ich will dich doch gar nicht schlagen. Aber ich schlag dich. Ich will bandagen. Ich will Max bändigen. Ich Max bändigen, das ist irritierend. Ich bin gebändigt. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Jetzt das weiße Auto, weil jetzt habe ich drei Behälter Öl, die ich mit mir rumschleppe. Wenn man den Kleinen anhat. Das Auto steht draußen vor der Tür. Nee, gib mal her, ich glaube, okay. Das funktioniert. Ronny, wo bist du denn? Ich bin an Looten, in der Stadt. Ja, achso, wie du suchst, das weiße Auto. Hier. Ich schon. Hier. Ja, tue ich eigentlich auch, aber ich dachte, es steht ja hier nur hinten auf der Straße noch. Aber das steht von Eingang von der Safe Base. Natürlich hast du es dort in der Hand. Ja, genau. Das steht bei Eingang von der Safe Base. Jetzt nicht mehr. Okay. Das ist Taxi. Normalerweise er bringt ja nach heim, gell? Hey, ja, ja, steht auch da. Fast right to the city, to the base. Allerdings zu welcher Base? Ja, zu der eigenen, also zu der eigenen Base. Also da, wo man seine Flagge hat. Ne? Ich weiß nicht, wo meine Base ist, oder? Ja, doch. Wo denn, wie denn? Ja, wenn, du hast so ein Schild aufgestellt inzwischen, oder nicht? Nee. Ja, dann hast du auch keine Base. Dann weil ich hab's ja nicht aufstellen können. Dann hast du auch keine Base. Ja, guck mal her. Dann kann der dir nicht weiterhelfen. Jetzt probier ich's mal. Was hab ich gefunden? 2,75 Kilo. Also ich loote, ja, also ich weiß nicht. Wieso blutest du denn? Ich blute nicht, ich loote. Wir haben eben Fang gespielt, das war witzig. Das glaube ich. Wo blutest du denn? In der Stadt. Weiter. In dem Dorf, ist ja keine Stadt. In der Stadt. Ich gehe mal bluten. Vielleicht finde ich wieder Klebeband. Ich habe schon Klebeband gefunden. Ich konnte sogar Dome-Basis aufschlagen.
Das zeigt mir grün an. Ja klar, du kannst hier natürlich deine Basis, du bist ja weit genug weg von der nächsten Flagge. Ja, aber ich kann doch nicht in einer Safe Base Base bauen, oder? Ja, wissen wir doch nicht. Das wissen wir doch nicht. Interessant. Ja, also ich hätte jetzt persönlich auch gesagt, das geht nicht, aber wenn es grün ist, wird es wohl gehen. Ja. Sie ist jetzt aber insofern blöd, weil wenn ich jetzt das Taxi nehme, wo fährt mit der dann hin? Ja, zu deiner Base, Max. Ja, wie gesagt, ich habe ja keine. Ja, dann kannst du das Taxi wahrscheinlich gar nicht nehmen, weil der wird dich gar nicht irgendwo hinfahren. Der wird wahrscheinlich sich gar nicht bewegen. Was nur dazu kommt, das kostet 20 Coins. Ja, die haben wir eh nicht. Nee, die haben wir nicht. Okay. Wir haben wir nicht. Die wollen wir nicht. Ah, ich habe noch ein Klebeband gefunden. Wo? In meiner Hand. Wo bist du? Ich bin hier hinten auf der Straße, wo die Zelte liegen. Weißt du, was ich komisch finde? Dass die Sachen runterfallen und man sieht's nicht. Ja, das ist echt komisch. So, hier irgendwo da vorne auf der Straße liegt. Zwei Stück. Sie sind jetzt. Badala. Wo seid ihr jetzt? Ich bin am Looten. Ja. Wo, aber in welcher. Wo lootest denn du? Da, wo wir looten. Ich loote im letzten Haus, bin ich jetzt. Du bist wieder runtergegangen, oder? Ja. In Zetown. Und wo bist du, Dirk? Weiß es nicht, ich bin in irgendeinem Haus. Wo ist so vollständig? Ich habe Tomaten gefunden, falls jemand Hunger hat. Ne, da war ich nicht. Wieso speibt der nicht? Ganz gut. Wenn jemand eine Spinne haben möchte, ist hier, ne? Eine Spinne? Danke, aber nein, danke. Das ist ein großzügiges Angebot von dir. Ah, ich habe einen Coin Ledger gefunden. Bist du denn hingelaufen, Dirk? Ich habe mich vor dir versteckt. Du hast bestimmt Klebeband gefunden. Wie sagst du, dass aus der Basis wieder rauskommen? Wie kommst du nicht raus? Da gibt es eine Schiebetür auf der Vorderseite. Da gibt es einen Bus auf der Rückseite, wo man durchgehen kann. Und auf der Seite ist ein ganz normaler Ausgang. Wer weiß, wer das ist. Jetzt habe ich die Schiebetür. Weil ich ja eben auf der Suche nach Wasser einmal die ganze Base abgelaufen bin. Mhm. Da ist. Oh, hier ist noch ein Reifen. Ah, ich bin da beim Auto. Was? Da war irgendwas. Wo bist du? Ich hab einen Bunker gefunden. Ach so? So ein Schutzbunker. Ich hab 9mm Munition gefunden. Wirklich? Ja. Das ist cool. Wirklich. Ganz, ganz wirklich. Ganz, ganz wirklich. Modala. Achso, da kann man das gleich zurückfahren, gell? Also, falls jemand Muni braucht. Ich hab den Dirk doch gerade hier rennen hören. Wo ist der denn? Bay. Dann lass euch einmal alleine, dann fahr ich zur Basis zurück, gell? Oh, ich hab noch ein Magazin gefunden. Ja, ja, mach das. Hey, das ist ein Military Camp. Ja, ja, da bin ich gerade am Looten. Military Camp. Hey, ich fahr's und da du, Dirk, wo lootest du so? Das weiß ich noch nicht, ich suche ja auch hier. Hey, was Valley? Suchst du gerade? Was ist das für ein Viech?
Wo bist du? Alter, weg hier. Wohin? Also wenn jetzt der Dirk dann schon was sagt. So, ein M9A1 Magazin habe ich gefunden. Hayward Valley. War aber eben noch nicht da. Hayward Valley. Hayward Valley. Ah, da oben ist Hayward Valley. Und was ist das andere? Cape Bay. Where is the Cape Bay? Ich bin weg. Fuck. Jetzt mal ernsthaft, wo bist du? Bin im Haus unterwegs. In welchem? Kann mir jemand ungefähr sagen, wo wir jetzt sind? Wir sind in Seatide oder so ähnlich. Hill, Seat Hill oder wie das heißt. Sagt er mir das auf der Karte? Sagt er das auf der Karte nicht, oder? Doch. Cedar Park? Nee, Seat Hill. Ah, damals. Oh, okay, da war jetzt falsch gefallen. Ich muss ja dann. Genau, dann. Hey, ist ja ein Military Camp. Ja, das ist schon gelootet. Jedenfalls, soweit ich es tragen konnte. Hier wird Welle links ins Bett schon wieder. 35. Schön. Echt schnell fährt das Ding nicht, gell? Das war geil. Nö, schnell fährt er nicht. Aber man kommt trotzdem voran. Genau. Richtig, könnte man mit dem mal über Stock und Stein fallen. Was hat der da mitgebracht? Mach ich doch. Hör auf, dich zu drehen. Hab ich doch. Doch, ich hab da hinten was gesehen, das sah lustig aus. Ach ja, was? Ich werde mir jetzt ein Haus claimen, weil jedes Mal da irgendwo der Arschicht starten ist auch scheiß. Was ist das Fisch? Ja, ja, natürlich. Klar, mach das. War eben so ein komisches Fisch. Das sah ganz komisch aus. Das mit Schwanz? Ja. Ja, das sind. Die spucken sogar, gell? Die schießen mit Bälle. Die sind aber relativ einfach zum. Naja. Ja, weiß ich nicht. Aber die haben ganz gute Sachen drinnen oft. Fisch! Ich weiß jetzt aber nicht, wie die heißen. Honig. Du weißt nicht, wie die aussehen. Nein, wie die heißen. Also, du kommst ja schon in der Bosse rein. Ah, ich weiß jetzt, wo das Military Camp ist. Ah, du kannst dich reinsetzen in den Bus! Ah, wir müssen da Räder haben. Komm, wir suchen Räder. Im Military Camp hier waren Räder. Wir können einen Bus fahren! Im Ernst jetzt? Ein Linienbus oder was? Ja. Ja. Wir brauchen halt Räder. Ich hab schon zwei Räder. Ich hab auch zwei, wenn ich den
Oh, was fehlt denn sonst noch da dran? Wieso bist du eingestiegen? Weil sie es kann. Bist du noch drin? In dem Bus? Jetzt bin ich ja ausgestiegen. Wir brauchen noch eine Batterie, Sparkplugs und Diver Bolt. Und zwei Räder. Ja, ein Rad habe ich noch. Ein Rad ist noch im ersten Zelt dran. Ja, ich habe den Driving Belt. Wo steht denn das Ding? Hinter Military Camp. Auf der Straße oder auf was? Auf der Straße, ja. Also außerhalb des Zauns sozusagen. Ja, an der Bushaltestelle. Ja. Ja, ich bin unterwegs. So, Batterie brauchen wir noch, ne? Und Sparkplugs. Abgefahren. Was denn? Ja, da ist wirklich ein Bus. Ein Reisebus? Linienbus. Ja, die, glaube ich, die gibt's genau, die kann man auffahren, stimmt. Wir brauchen aber Batterien oder sowas. Aber ich glaube, das ist den fahren und den lenken, das ist ein Spaß. Wie kommt man denn da rein, Ada? Ah, ne, da kommt, kann man nur Enter Vehicle. Ja, ja, wenn wir. Ah, Sprit haben wir auch. So, Open. Hast du die ganzen Häuser oder bist du schon durch? Nee. Da waren aber auch Benzin, habe ich gesehen. So 6% haben wir schon mal drin. Mein 2 Stück hatte ich hier in dem Militärlager gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr 100%ig sicher. Aber ihr braucht ja eh noch eine Batterie und Öl habe ich gefunden. Seil habe ich, Nägel habe ich. Ah, ich habe noch ein Magazin gefunden. Ich habe jetzt ein bisschen Öl noch gefunden. Fehlt uns noch. Ich glaube, der Keilriemen fehlt noch, den habe ich, ne? Papa, du hast zwar auch einen eingebaut, oder? Ich habe den Keilriemen eingebaut, ja, hatte ich eben gesagt. Das ist aber braver. Weil jetzt, wie ich auf dem Vehikel gesessen bin, hat er zwar gesagt, ich muss schwimmen, hat aber nicht geschwimmen. Erst wie ich abgestiegen bin, hat er geschwimmen. Ja, der weiß schon warum, der hat dich gesehen. Hat dich gesehen, hat dann gedacht so, ah! Nee, du hast mich nicht verstanden, oder? Nee, dann habe ich dich nicht verstanden. Ich bin jetzt mit dem Wagen gefahren, ne? Ja. Und hat er mir dauernd gesagt, ich muss schwimmen. Und jetzt bin ich ausgestiegen. Und ab da hat er es gespielt. Ach so. Er hat dir nicht ins Auto gekotzt. Ja, genau. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, finde ich anständig. Ja, doch. Ja, doch. Jetzt sind wir bestimmt keine Batterie oder so. Ah, hier steht ein Generator, den kannst du einschalten und dann kannst du hier für die Base hier Licht anmachen. Ist ja abgefahren.
Das kann man sich selber auch bauen, gell? Ja, ich weiß, das habe ich auch schon gesehen. Energy Drink! Wer trinkt? Energy Drink. Die Tür auch auf. Tja, da kriegen wir leider nicht mehr zusammen. So, ich habe jetzt noch mal Öl gefunden. Das, was noch fehlt, sind Batterien. Da unten steht doch noch ein LKW, sehe ich gerade. Die Straße runter, die man auffahren kann. Oh, hier ist noch Sprit. Wenn noch jemand Platz hat, für Sprit zu tragen. Ich muss gerade den Sprit wegtun, den ich... Braucht er denn noch Reifen? Der LKW hat zwar sonst nichts. Reifen haben wir. Aber zwei Reifen hätte er noch. Nee, Batterie hat er leider nicht. Also eigentlich brauche ich mal Batterie. Und Zündkerzen, oder? Und Zündkerzen. Also sonst müssen wir halb Polen fahren und mal wiederkommen. Ja, weil das wäre echt geil. Aber den können wir nicht in die Base fahren, gell? Ich sag's euch nur. Ja, das stimmt allerdings. Der ist ein wenig zu groß. Ich habe jetzt hier noch die Autos gecheckt, die hier draußen stehen. Da ist noch ein Reifen, aber den brauchen wir ja nicht und mehr nicht. Oder wir lassen den Pickup hier und nehmen den Bus mit. Nein. Der Bus ist ja unpraktisch. Das ist jetzt für einen Witz, ist das ganz nett, aber wirklich praktikabel ist das ja nicht. Der Händel lebt noch. Ui! So, also ich bin hier fertig mit Routen. Also wir können meinetwegen, weil soweit ist die Fahrt nicht, zurück zur Base fahren und danach dann nochmal nach hier kommen und den Bus. Das war was? Jetzt sag ich euch. Wo ist Dirk? Weiß nicht. Ich bin in dem Haus, da wo ihr gestorben seid. Ja, kommst du raus, dann fahren wir kurz mal Krimskrams holen. Krimskrams? Klebeband? Ja, vielleicht auch. Wenn dich das motiviert. Ganz lustig. Ja, super witzig. Aber dass es dann nicht mehr funktioniert hat, war scheiße. Du kannst es wahrscheinlich ach, nur ich fahre in die falsche Richtung. Bemerkt oder so. Ja, ja, mit Sicherheit. Das ging doch bei einem anderen Spiel auch, aber da durftest du böse nicht bemerkt werden. Aber bei welchem Spiel war das auch noch? Bei SWAT ging das doch. Da konntest du doch auch deine Teamkollegen auch diese Plastikdinger anlegen, aber nur wenn du nicht bemerkt wurdest oder sowas. Naja, die Gegner. Runter auf die Knie. Und ich gehe nie auf die Knie. So ein Spiel brauchen wir nochmal, ey. Das hat Spaß gemacht immer. Soll ja neues kommen, neues SWAT. Weiß. Aber das ist immer noch nicht raus. Ticket auf der Luftwaffe irgendwie was? Haben wir eigentlich irgendwelche so Westen irgendwo, nicht gell? Nee. Bei mir Westen, ich bin jetzt gerade wieder angegriffen worden. Oh je, das hat gerade mal nur 1%. Das Ding schluckt natürlich Sprit ohne Ende. Kannst davon ausgehen. Ja, ist getankt. Buckeln, ey. Also gerade hast du Batterie und alles reingetan? Ja, ihr könnt fahren. 9% gerade mal Diesel. Ja. Aber mal gucken, wie weit ihr damit kommt. Was fährst du? Ich bin Busfahrer, ja, wenn ich da reinkomme. Ja, wir können ja an der nächsten Tankstelle. Wir haben ja zwei. Ja, doch fast zwei Tankstellen auf dem Weg. Einsteigen.
Gut, Freunde, ich lock mir jetzt aus, gell? Ja, dann siehst du unseren Bus nicht mehr. Warte noch die 10 Minuten, die wir vielleicht brauchen. Wo setzen? Wir fahren gerade zurück. Okay. Soll ich vorfahren, Dirk? Ja, fahr vor. Beep, 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 beep. Das ist aber nicht schnell. Das Zoom jetzt erwartet. Der wackelt auch, wenn der so erst sitzt im Lenkrad und alles wackelt, eher als ob es ein richtiger Bus ist. Oh, da ist ein Airdrop runtergekommen. Max, ein Airdrop. Wenn du da durchkommst. Ja. Hä? Ja, fahr doch mal zurück. Ja, das ist jetzt das Schwierige mit dem Zurückfahren. Soll ich dich mal... Guck mal. So, noch... Du musst noch ein bisschen rechts... Hinten. Also ja. Links drehen. Also nach rechts mit hinten drehen. Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Ey, warte. Setz zurück, dann links einschlagen. Ja, weiter. So, ein Stück nach vorne. Nochmal links einschlagen. Und dann weiter zurück. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, jetzt hast du den draufgefahren. Echt? Mhm. Sag mal aus. Ja, hätte ja fast gepasst, wa? Ja, fast. Kann man den nicht pushen irgendwie? Doch, aber dafür müssen wir den Motor ausmachen. Achso. Normalerweise kann man das schon. Nee, geht nicht. Vielleicht weil er zu groß ist. Warte mal, Max hat das doch eben auch hinbekommen, also. Fahr mal ein bisschen vor, ein bisschen zurück, ein bisschen zur Seite. Bisschen lenken. Jetzt rückwärts fahren. Warte, ich kann ja mal versuchen, ob ich sie schubsen kann. Das ist aber wirklich nicht für einen Bus gedacht. Obwohl doch, wir können... Warum sind wir nicht einfach hier lang gefahren? Und das ist die große Frage, nicht wahr? Und mit Schwung! Das war daneben. Nochmal mit Schwung. Ja! Haha! Zurück. Zurück und rechts nach links einschlagen. Zurück. Und jetzt fährst du bitte diese Strecke. Ja. Vorwärts, rückwärts. Nochmal zurück. Rechts einschlagen. Rückwärts und rechts einschlagen. Dann zurück und dann fährst du hier diese Strecke da. Die ist nämlich leichter. Also bin ich ja eben auch hochgefahren. Bist du drin? Ja. Der ist natürlich ein anderes Kaliber als der LKW. Ja. Ja. Boah, du pass auf. Was soll ich denn machen hier? Ich hab was. Ich glaube, wir haben keinen Sprit mehr, oder? Wir hatten gerade 17%. Ich kann auch nicht weiterfahren. Der Motor ist ausgegangen. Wir haben noch 17% Sprit. Warum glaube ich dir das alles nicht? Ach, die Dings sind kaputt gegangen. Zündkerzen. Okay. Braucht ihr noch die Zündkerzen? Nein, komm, geht weiter. Ich hab dir auch selber mitgenommen, weil er das nicht gehört hat. Das war unser Glück jetzt. Haben doch noch was. Mach die Garage auf, wir kommen.
mal. Alter. Ah, der kleine Bus ist in Ordnung. Der kleine Bus? Ah, mit dem ist das einer gekommen. Probier mal. Nein, nicht da. Da ist mehr Platz, glaube ich. Auf der anderen Seite. Ja, aber nee, auf der steht ja rein. Der LKW. Nee, du bist, stehst so weit rechts. Ist mehr links. Oh Gott, ruckelt das gerade bei dir auch? Ja, ja. Nee, du musst weiter nach links, Dirk. Du bist eigentlich genauso wie vorher. Noch weiter nach links. Noch weiter. Also ja, laut. Ja. Na, die Spiegel sind zu breit. Also laut links bin ich. Nee, du bist definitiv nicht. Du musst weiter nach links. Ja. Schön, dass wir einen Bus haben, aber den kriegen wir nie wieder da raus. Ja, was auf ja, Spiegel? Das ist gut. Nee, er passt nicht rein. Vergiss es. Er passt nicht rein. Davor, aber nicht hier vor die Tür, wenn nicht. Ey, lass mich noch rein. Achso, muss durch die Tür gehen, sorry. Machst du wieder auf? Ja, hallo? Achso, ein Auto oder was? Ja, klar. Doch schon wieder. Wer kämpft denn da? Achso, du. Oh, oh, da kommt was Großes. Das ist ja. Das System ist schon nicht schlecht. Haben wir einen fetten Bus hier vor der Tür stehen. Wir haben einen fetten Bus in der Tür stehen. Ja, ja, und das kleine Quad ist da und das große LKW ist dort und ein Wahnsinn. Und ich habe schon ein bisschen was aus Metall aufgerüstet. Was denn? Wo denn? Ah, hier, wo ich drauf stehe, ne? Ja, ja, und so, so Fundamente ein paar und draußen auch und so. Ah, was? Ja, stimmt. Das wird zuerst gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, das ist die gleiche Optik, wie jetzt die Tore waren. Ja, ich glaube, ich würde mal sagen, wir machen zu Ende. Wir haben jetzt schon 1 Uhr. Ja, ja, wir machen jetzt auf jeden Fall fast. Ich bleib nur ein bisschen. Wer hat mir den Rücken gekotzt? Wer hat den Dirk in den Rücken gekotzt? Er war es. Wer hat an der Tür gedreht, Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? So, ich bin vom aber runter. Alles klar. Ich auch. Ich noch auch. Nicht.